So, wieder zurück haben wir hier so ein Fragending, was immer das sein soll. Das ist für mich, ist das eine Fledermaus? Fledermaus. Das ist für mich Wolf, nicht Ratte, nicht Fuchs. Ein Fuchs. Aber das ist für mich ein Gesicht. Naja, Kling. Naja, ist ein Ein Krebs. Krebs. Und das ist für mich Sensemann. Tot. Tot. Tja, mit solchen komischen Fragen fangen wir mit dem nächsten Part an, Part 4. Ich bin Mathezel und ich spiele Heavy Rain und das ist verdammt nice. Wie man sieht, sind wir wieder even. Wir sind wahrscheinlich beim Hier sind die Psychiater. MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Ah, immer Jasons noch. Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie können sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Das ist ein distanziert, sehr ne? einzelgängerischer Junge, wissen Sie? Sehr auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir Ja, ist das schon. anders. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich bin, Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn schauen? Ich Nein, das ist konnte nicht unser Jason nicht Lieblingskind. retten. Jason ist Sean unser braucht Lieblingskind. keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Dass der irgendwelche Hallus hat. Blackouts. Nein. Nein, scheiße, falschen Knopf. Ah, fuck. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ja, wahrscheinlich hätte er auch Schäden davon genommen, wo der gegen das Auto gefallen ist. Vors Auto gefallen. Wie sagt man richtig? Ich weiß es nicht. Ja, so ein kleiner Psychotest wahrscheinlich jetzt. We're back at the school, man. Willst du nicht spielen gehen, Junge? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Oh, kauf den Gameboy. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem mit mir? Schon? Nein, mir geht's gut. Guckt der Junge, als wenn er auf Drogen ist. Bist du hungrig? Wie war's denn heute so in der Schule? Oder Schule, scheiße, verdrückt. Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. What? Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Bist du hungrig? Willst du was essen? Ach, du bist ein Scheißkind, ey. Hau ab von dem. Keinen Sinn mit dem zu labern, ey. Dummer Bengel, du, ey. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei Warum mir hast kommt du er den? Nie zurück. Kann ich mal probieren? Kommt beim Unternetz das Hasskind auf. Wegen dir ist Sean tot. Ne, wie heißt er Sean? Doch. Nein, wegen dir ist Jason tot. Verdammt nochmal. Hä? Zack, habe ich ihn gut geworfen, glaube ich, jetzt, oder? Jetzt habe ich den in den Baum geworfen. Oder so Kind geht den in die Fresse. Der kann ja alles. Der arbeitet echt im Zirkus, der Junge. Komm, einer geht noch. Und nochmal. Hepsa.
Boah, jetzt treffe ich den voll an den Schläfe oder so. Boah, da würde ich mich bepissen vor lachen. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Okay, so, Junge. Hier nur drücken wie so ein Spacko. Jetzt. Wirf ihn. Warte, wirft gegen den Baum, Alter. Durch den Baum. Was ist das für ein Gotteskind? Geschafft! Geschafft, Dad! Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Obwohl ich dich hasse, bin ich lieb zu dir, Kind. Ich sollte ihnen mal einer sagen, dass ich ihn hasse. Du bist ein doofes Kind, Sean. Ich nenne dich jetzt Trulo, weil dein Bruder Jason hieß. Trulo ist doof. So, das habe ich den glücklich gemacht. Jetzt gehst du mit den anderen Kindern spielen, oder was? Ich schaukel jetzt mit mir hier. Wippe. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Ich wippe mit dem scheiß Kind jetzt. Schmeiß das Kind da runter und dich dann an den Sitzding. Ich denke, das finden wir zusammen. Geh da drauf, verdammt nochmal. Komm, Dad, lass mich fliegen. Boah, ich schepper dich jetzt so weg, Junge. Ach, guck mal, wie glücklich der ist. Wie alt bist du, Junge? Oh Gott, wie lange muss ich den denn wippen? Ist mal irgendwann gut, ey, kein Bock mehr. Du lass die Mädchen, Alter. Transe. Alter, regt mich dieses Kind auf. Hau mal richtig dagegen. Ey, wenn du richtig runterhaust, knallt er nach vorne und knatscht mit seinen Eiern gegen das Ding in da. Ich hätte lieber ein anderes Kind gehabt als dich. Lauf, Junge! Lass dich einfach hier. Ich geh noch eben Zigaretten holen. Hallo, kleines Mädchen. Nee, was macht der? Warum? Komm, ich tu dich jetzt hier drauf und... Mau ab, du komisches... ich wollte jetzt was sagen, aber das habe ich jetzt... Lust sein auf das lassen. Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Ne, klasse! Kennt ihr das Video mit dem Motorrad, was man da dran hängt? Oder so ein Moped und dann dreht man das durch und dann kann man sterben? Mach ich mit dir gleich, du dummer Junge. Boah, jetzt gib mal richtig Gummi, Alter. Schmeiß das Kind bloß da runter, ey. Los, Dad. Rems. Oh, ich kann nicht. Gib noch mehr. Ja. Schneller. Ich kau so lange doch, bis die Knöpfe schneller durchdrehen. Los, immer noch. Schneller. Halt die Schnauze. Mach das nicht mal alleine. Oh mein Gott. Ist irgendwann mal gut. Boah, mir wird schwindig. Ich kotze gleich. Boah, macht das Ding aus. Boah, ist mir schlecht, Alter. Kinders. Jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Ja, du bist mal Astronaut. Ganz sicher nicht mit deiner geistigen Behinderung, ey. Vogelmörder. Wir gehen noch nicht. Ich will noch weiter mit dem spielen. Ich will jetzt mit dem schaukeln. Ich will ihn von der Schaukel werfen. Du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Jetzt komm. Ich glaube, ich weiß, wer dieser Origami-Mörder ist, oder wie das wieder heißt. Ich glaube, das ist der Clown, der die Luftballons verkauft hat in Part 1. Bin ich voll fest von überzeugt. Ronald McDonald für Arme und Hepsa. Ui. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Naja, du bist Buzz Lightyear, ne? Fliegst gleich aufs Maul, ey. Bah. Ich zeige dem Kind meine Zuneigung, indem ich es beleidige. Und Heps. Und Heps. Und Heps. Wie oft denn noch? Ist mal gut.
Ich will jetzt nach Hause gehen, ich habe keine Lust mehr. Mit dem zu spielen ist doof. Du bist ein langweiliges Kind. Wenn er sich mal hinfallen würde in die Pfütze oder so, wenigstens was zu lachen. Das war cool. Cool? Hast du schon mal eine PlayStation-Controller in der Hand gehabt? Das ist cool. Sieht nach Regen aus. Oh ja. Ich kann hell sehen, ich sag okay. Alles vor dem. Ja, jetzt komme ich hier nicht. What the f. Lass mich. Oh. Nimm deine Tasche. Lass die Tasche einfach stehen, genau. Manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Wiederhol alles zweimal, kommt dramatisch rüber. Ich auch. Ich auch. Du siehst scheiße aus. Du siehst scheiße aus. Ich laufe hier so ein Bekloppter durch die Gegend. Was ist das hier? Kann ich das jetzt noch machen? Wahrscheinlich nicht. Es regnet echt. Alter, lauf, Junge, es regnet. Was machst du? Ich komme. Es regnet, was ist mit dir? Junge, Alter. Boah, die Steuerung, ne? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Oh, such dir ein Pferd aus und regnet. Steig auf. Ich hol die Karte. Ist das hier? Gibt es hier Karten oder sind die nur Bonbons? Hier sind nur Bonbons. Wo gibt's denn hier Karten? Ach da. So ein Kartenhäuser, ist ja klar. Alter, es regnet, Kind. Einmal. $1. Freundlicher Mann. Dem würde ich sogar meinen Kindern anvertrauen. Ich will auch noch. Alter, die machen da rum. Ich gehe da jetzt hin. Biete ich euch wieder was zum Knutschen. Dann gucken wieder mehr Leute. Sex. Ey, ich war doch... Die Musik. Oh nein, wir gehen schon wieder gegen Traumatypen, Scheiß. Was passiert mit uns? Wow! Bin ich tot? Ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, ich bin tot. Das kann ich doch nicht an. Ich lehne mich gerade zurück. Ich denke mir so, oh cool, wieder ein Video. Ja, scheiße. Ich muss hier die ganze Zeit... Schon wieder diesen Carnaby Stay Way. Alter, hier wurde doch da einer ermordet, oder? Ist das nicht hier? Ey, das ist doch hier, oder? Sean! Sean! Es ist doch hier, wo der einer ermordet wurde, oder? Ich schwöre, das ist der Ort. Sean! Das soll nämlich auch ein Silent Hill hier. Lauf, Junge! Gerade rennt er jetzt. Ich bin nicht mehr am Knutschen. In der Mülltonne, Sean! Dein Lieblingsversteck, der Mülltonne. Da bist du nicht. Unterm Stein, ah ne, das ist dein Rucksack. Ich dachte jetzt, unterm Stein, Sean. Der ist nicht hier. Oder der ist hier in dem Haus, was ich nicht glaube. Okay, Houston. Sollten wir vielleicht mal rufen. Im Busch, vielleicht versteckt er sich. Hier ist er nicht. Renn noch weiter, du Idiot! Sean, wo bist du? Im Kassenhäuschen vielleicht. Sean! Nein, ist er nicht. Soll ich mal hier rausgehen? Sean! Ich geh mal hier raus, vielleicht komme ich dann weiter. Der ist hier nicht. Der Junge war da nicht! Verflixte Hacker nochmal. Okay, ist er hier irgendwo? Kommt der Fernseher? Guckst du dir deine Lieblingssendung? Mach ich mir den Fernseher an? Nein, machen wir nicht an. Machen wir nicht an? Nein, da rennt einfach ein Schalter vorbei. Sean! Der hat sich im Tippizell versteckt. Geht zu Hause, ist er nicht.
Wo ist Sean? Sehr merkwürdig, das Ganze. Ja, sie haben einen Bonus freigeschaltet. Okay, schauen wir uns das Ganze mal. Okay, es ist wieder dieser Dienstag. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Entspannt hinsetzen. Lass mal ein paar Moves machen und nicht aufstehen. Nein. Kippeln. Alles Mögliche. Setzt eine coole Brille auf. Was ist das jetzt? Ein Panzer. Wow, ein Ball. Wow, was ist denn das für eine Hightech-Mightech-Technik, ey? Krass. Ich will das auch. Wie geht das? Die Leute denken auch, der hat voll an der Markise, was der da macht. Keiner sieht, dass er in seiner eigenen Welt lebt. Ja. Hui, das macht so Spaß. Oh, ist fertig jetzt? Okay, kein Bock mehr. Hm, krass aber, dass sowas ist. Was der alles kann, der Mann. Das ist das FBI, Kinder. Verdammt, das gibt es doch gar nicht in echt, oder? Oh, ist das langweilig. Mach doch irgendwas. Oder muss ich irgendwas drücken? Kann ich irgendwas machen? Wieder die Pille aufsetzen. Bringt das jetzt irgendwas? Ah, nee, doch nicht. Da kommt er schon. Oh, diese Wartezeit, die hätten sie sich sparen können. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Hi, was geht ab? Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss passt zur gar nicht. Konferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, ist ein Arschloch. Und ich sehe immer noch voll scheiße aus. Ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. So ist aber die Karotte gewinnt in seinem Hals drin. Mörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Krasser Typ, der Typ. Der. Natürlich nicht. Ne? Ich bitte Moment. Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Von mir ist auf Goldtablett. Hm. Nicht schlecht. Darf ich Ihr persönlicher Krawattenmacher sein? Ja? Gehen Sie darf zu ich das Charlene. Jetzt sie zeigt Ihnen Ihr Büro.
Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen werde ich im Club, tun. Jaden. Ja. Tja, noch so ein Arschloch. Schön. Chef als Arschloch, Kollegen als Arschloch. Alles voll Arschlöcher. Mein Gott, muss ich das verpiepsen? Ich verpiep's nicht. Ich bin jetzt so frei und sag's einfach. Hi. Nein, ich gehe jetzt zu der Perle. Schöne Uhr. Gab's hier auch einen schönen? Das ist ein Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ach komm. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Ja, wo ist mein Büro? Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Wir müssen uns. Leute, wenn du was für den Chef ist, müsst ihr euch immer einschleimen, ne? Das ist immer gut. Die Leute fahren. Meine Fresse, jetzt laufe ich hier mit der hinter der. Oh, Mann. Dass man nicht rennen kann, ne? Sie schneller laufen, fehlt mir ein bisschen. Wow, was ein schönes Büro. Sieht so einladend aus. Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja, guck dir den Scheiß mal an, ey. Das sieht aus wie eine Toilette. Check ich mega. Okay, Zeit zu arbeiten. Ich habe ein Klo als Arbeitsplatz. Schön. Ja, er sieht echt mein Klo schon. Gut, da passt aber zu meinem Aussehen, wie ich hier. Das ist voll Dreck und so. Alter. So, dann arbeite mal. Okay. Was ist denn jetzt? Haut er den Tisch um oder was? Achso, er stellt ihn erstmal dahin. Achso, damit er nicht mitten im Raum steht. Nimm mal Platz und mach's dir gemütlich. Kann ich irgendwas machen noch? Außer das jetzt? Schritt 1. Das Büro wechseln. Was macht der denn jetzt? Achso, ich kann auswählen. Was ist das? Okay, ich will das. Krass, so Meter. Wir haben ein Unterwasserbüro. Recht zusammen. Cool ist das denn bitte? Wow. Na, wir nehmen das hier. Boah, das kommt mal end nice. Das nehme ich. Kann ich das behalten? Wow. Schönes Bild. Okay, warte mal, wenn ich jetzt so mache. So, Akten. Guck mal, alles digitale. Origami-Killer-Opfer. Öffnen. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Oh mein Gott. Keine Anzeichen von was. Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Krass. Analysieren. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Hm.
Was ist da, eine Geoanalyse? Achso, von der... Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Gar nicht macht das einfach, mein Freund. Gehen wir mal weiter und nehmen uns das mal hier. Öffnen wir das? Hep. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Krass. Analyse. Bin mal gespannt. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Und dann nochmal die Geoanalyse und dann... Okay, keine Datenfigur. Ja klar, okay. Ist klar. Kommt vielleicht noch. Vielleicht muss man das später auch nochmal machen. Nochmal alle entfernen. Okay. Na gut, wir schließen mal die Ari. Schon wieder. Was passiert? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Oje. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Was ist mit ihm? Wow, was ist ein Junkie? Ich komme hier nicht raus. Scheiße. Doch. Hier, Tripton nehmen. Was immer das auch ist. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube. 16.45 Uhr. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Die war so. Ach, Scheiße, war die grün? In grün. Und eine Hose. Boah, Alter, weiß ich doch nicht mehr. Die war schwarz. In schwarz. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Doch. Auf Banke liegen keine Erinnerung hier, X. Ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Warte mal. Ich habe ihn gesucht, ne? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein.
Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Was? Nein, noch nichts. Aber sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn.